So, hallo und herzlich willkommen hier bei PK1988 zu einem weiteren besten Games aller Zeiten Stream. Diesmal wieder mit Persona 2 Innocent Sin, Folge Nummer 2. Ja, mein LTE hat sich entschieden, kurz vor Sendungsbeginn nicht mehr zu wollen. Jetzt muss ich mal wieder mit WLAN streamen. Das ist natürlich wieder ein Drahtseilakt allerhöchsten Grades. Kaufe Gold. Nö. Und Hallöchen an Lunak, der auch schon da ist. Ja, heute trainieren wir wieder ein bisschen unsere Englischkenntnisse. Bei diesem Spiel gibt es genug dafür zu trainieren. So, wir haben jetzt das letzte Mal zwei weitere neue Gesichter kennengelernt, beziehungsweise sogar ein altes Gesicht, weil einer dieser Charaktere war schon im ersten Teil mit dabei. Und wir sind, glaube ich, immer noch auf der Suche nach dem Schuldirektor, den wir noch nicht gefunden haben. Nee, wir müssen jetzt diese Schulwappen finden, diese Embleme müssen wir finden. Die sollen ja in den Klassenräumen zum Beispiel auch vorhanden sein. Da war ja was. Ja, da wir jetzt noch mehr Leute sind, muss das ja mit den Fuschen... Ah, man kann die hier sogar... Nee, man kann die nicht selber, sondern das wird nur angezeigt, was das für welche sind. Ach, herrje. Ah, wir können schon... One only sleep and delusion elements. Ah, okay. Auch gut, wenn wir das inzwischen schon mal... Wenn wir schon mal wissen, was wir hier für Skills haben. Deal medium sweat damage. Deal low water damage. Ja... Kill one enemy mit Instant Light. Was geht ab, ey? Magnatia und Deal Almighty Illusion Effects to all enemies. Okay. Ich weiß ja nicht, das ist ein bisschen viel. Also viele Leute. Wie schwer wird denn das Spiel noch? Autsch. Und tschüss. Also schwer ist es auf jeden Fall jetzt noch nicht. Maya und Yuki sind schon Level 4 und 5, ey, alter Schwede. So, Hallöchen. Nun, ich bin schon krank, also habe ich keine Angst vor diesem Fluch. Ich helfe nur aus, weil ich es mag, Sachen zu zerstören. Hä? Wobei hilfst du denn dann aus? Hier kann ich nicht rein. Ich soll doch rein irgendwo. Oh Mann, manche machen aus der Situation auch noch das Beste und zerstören Schuleigentum nur für ihren Kick. Ich würde mir wünschen, dass sie deinem Beispiel folgen. Ja. Ah, hier geht mal, hier können wir rein. So, hier sind diese Schulembleme. Genau. Bam! Weg damit! Ich glaube, das war das einzige hier in dem Schulraum. Komm, geh zu den anderen und zerstöre die anderen auch noch. Ja, das habe ich ja auch vor. Das ist ein bisschen verwirrend, weil dann plötzlich die Kamera umschwenkt und jetzt ist man plötzlich von der anderen Seite. Das ist ein bisschen blöd gemacht, weil dann musst du dich erst wieder zurechtfinden. Das ist ein bisschen merkwürdig. Das war ein ganz schöner Scheiße. Das wäre ganz schön beschissen, wenn unsere Highschool-Karriere so enden würde. Lass das nicht zu. Uns geht's gut, also schau lieber woanders nach. Okay. Oh, wieder dieses Eichhörnchen-Affen... Affending. Hm. Ja, macht genauso weiter. Das passt. Au. Jo, Level 3. Gut, dann gehen wir weiter. Oh. Wir machen immer so weiter wie bisher, weil wir müssen ja unsere Personas stärken. Aufranken. Da ist das ja alles hier perfekt. Hä? Warum? Achso, ich muss entscheiden, welcher von den beiden das abbekommt. Ja, er hier. Tschüss. Also bisher sind die Kämpfe noch sehr, sehr einfach. Mal sehen, wie lange das noch so hält. Da ist auch wieder eine. Weg damit! Kabam! Danke dazu, ja? Das sollten alle Embleme in diesem Klassenraum gewesen sein. Kannst du auch die anderen angucken? Ja, ich frage mich, wie viele es davon gibt, ey. Wir sind im 3. Stock und haben bisher 2. Ich meine, die Schule wird Unmengen davon haben. Gehe ich mal davon aus. Was bist du denn? Bist du eine Kampfmaus oder sowas? Weg mit dir, sage ich dazu. Tschüss. Oh, geht wieder. Oh, Hydro Boost, okay. Ja, damit. Hat sie es erwischt. Diese Sammelangriffe, das ist echt cool. Die sind halt noch viel zu stark im Moment, ey. Gain 2 Ranks gleich, eieiei. Okay. Okay, dann gehen wir mal nach unten. Ah, hier sind komische Viecher dabei hier. So, dann guck mal hier mal. Oh, ist hier auch was drin? Antidot. Und... Achso, ja, gefunden und dann bekommen, geil. Antidot, okay. Du schon wieder. Der ist sehr schnell, weil der ist immer als Erster in der Turn... im Turn drin. Das hilft ihm aber auch nix. Hallöchen. Zur Hölle mit diesem Fluch. Wer auch immer dahinter steckt, der sollte sich besser in Acht nehmen. Fluch oder kein Fluch? Wir werden herausfinden, woher er kommt. Ja, ja. Ah, hier. Oh, was ist hier los? Unser Zeitungseditor, der das Ganze investigativ untersucht hat, um die Verbindung zwischen diesem Wappenfluch und der Kasai zu untersuchen, ist noch nicht zurückgekommen. Miyabi Hanakushi war der Schulzeitungseditor. Ich mach dir keine Sorgen. Sie ist bestimmt irgendwo sich ausruhen. Hey, hey! Hast du gerade Miyabi Hanakushi gesagt? Du kennst Hanakushi-san? Sag's mir! Miyabi Hanakushi ist eine Studentin hier. Sie hat gesagt, sie würde zur Kusai gehen. Hast du sie da gesehen? Nein, nur so eine Fette, die sich Cozy nennt. Wow. So, Hanakushi-san geht in die Sevens. Ha. Wow. Er scheint sie ja so gut zu kennen. Was, du hast Cozy gesehen? Weißt du das nicht? Cozy ist... stopp! Hey... Unterwäscheboss. Ich kenne Miyabi sehr gut. Was ist denn deine Verbindung mit ihr? Oder wie bist du mit ihr? Wie stehst du denn zu ihr? Was? Oh, also kennst du sie auch? Hanakushi-san ist nicht so eine aufbrausende Person wie du. Sie ist eine schlanke, wunderschöne, klasse Lady. Ist sie es nicht? Schlank? Wunderschön? Woher kennst du sie denn? Unsere Verbindung nun... sie ist meine Ex-Freundin. Wir waren in der... ja, Grade School würde ich jetzt mal... sowas wie bei uns halt eben die Grundschule. Wir waren in der Grundschule zusammen. Das nimmt man dann schon... naja, okay. Aber wir haben uns getrennt. Aber ich kann ihr Gesicht nicht vergessen. Als sie geweint hat und gesagt hat, ey Kichikun, wir können uns nicht trennen. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist eigentlich Cozy diejenige. Also entweder hat sie sich sehr stark verändert, oder ne, ich weiß nicht. Vor allen Dingen, man hat es jetzt nur in der Zwischensequenz gesehen, dass da noch ein Wappen ist. So würde man es nicht erkennen. Das ist total mies. Dann dreht es erst um hier. Ich glaube, das war das letzte Wappen in diesem Raum. Lasst uns weitergehen. Ich glaube, er hat noch die völlig falsche... entweder hat er die völlig falsche Vorstellung von seiner Freundin oder sie hat sich tatsächlich so verändert. Von der Grundschule dahin. Also es sieht so aus, als gäbe es pro Stockwerk zwei Klassenräume. Ja. Bam. Danke für deine Hilfe. All die Wappen in diesem Klassenraum sind nun zerstört. Ich hoffe, das beendet diesen ganzen Wahnsinn. Na, noch nicht ganz. Wir haben noch einen. Auf jeden Fall mindestens noch eins. Ah, ich kenne ich doch schon. Blazing Burst wieder. Poltergeist 1 oder 2? Ja, den ersten erwischt. Tschüss. Und tschüss. So, hier gibt es mit Sicherheit auch nochmal eins. Aber hallo. Könntest du bitte aus dem Weg gehen? Nein? Ja, ich versuch's ja, wenn du nicht in der Nähe stehen würdest. Bye. Wir haben uns um die ganzen Wappen hier gekümmert. Wohin als nächstes? Ja, schon gut. Jetzt ich bin schon unterwegs. Oh nein, der Affe des Todes ist wieder da. Tschüss, Affe des Todes. Und Level 4. Manche Sachen verändern sich auch von selbst, habe ich das Gefühl. Nicht, dass ich da was dagegen hätte. Ist ja schön. Ah, hier geht's noch rein. Also das könnte es das letzte sein. Könnte. Du hast das letzte Wappen hier zerstört. Und nun nimm die anderen. Ich wette wieder, noch ganz oben sind noch Schulräume, oder? Ach, da ist auch noch einer, okay. Weg damit. Das war das letzte Wappen hier. Warst du schon in den anderen Klassenräumen? Wenn ja, dann ist die einzige noch im Lehrerzimmer. Ah, da auch noch? Okay. Das Lehrerzimmer war... Oh Gott. Das war, glaube ich, im zweiten Stock. Oder ist es da? Kann natürlich auch da gewesen sein, mal schauen. Ich hätte ja bloß gucken sollen. Nee, das ist es nicht. Okay. Ah, wie die Kamera sich ständig verändert. Das ist so scheiße. Warum bleibt sie denn nicht auf einem festen Punkt? Das ist total nervig. Wenn du dann... Da fällt die Orientierung eh schon so schwer. Ich weiß, da ist ein Kompass, aber das hätte man doch einfacher lösen können. Indem man es einfach nicht macht. Das ist schon ein bisschen komisch. Oh Gott. Oh, ich kenne ihn noch gar nicht. Was seid ihr denn? Nightmare Moon. Oh, mal kurz gucken. Die müsste man bekommen können. Da. Genko ist ja Lisa. Warum haben die denn... Warum haben die jetzt umbenannt in Ginkgo? Ich finde das ein bisschen... Du weißt es, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Oh, scheiße. Oh. Das wollte ich jetzt eigentlich auch nicht. Das war auch blöd. Alter, ich versuche ja nett zu sein, aber das klappt irgendwie nicht. Aber das reicht anscheinend schon, allein wenn man einfach nur die richtigen Couples benutzt, dass sie dann schon 6 Mooncards, ja, okay. Der Lehrer. Ich glaube, das war hier im zweiten. Alter, jetzt. Da ist er. Oh, ist aber auch wieder einiges los. Warum sind die alle bandagiert? Das verstehe ich auch nicht. Und Mrs. Saeko, die kennen wir auch noch aus dem ersten Teil. Hey! Genug ist genug. Hört auf, irgendwelche Gerüchte rum zu verstreuen. Was für ein Chaos. Mrs. Saeko, was tust du? Yukino? Bist das wirklich du? Yukino! Ich wurde hier letztes Jahr hertransferiert. Aber egal, was machst du hier? Sag mir nicht, du machst nochmal die Highschool. Ah, oh nein. Ich habe einen Job zu erledigen. Ich bin Teilzeit als Assistenzfotografin unterwegs. Und ich bin hierher gekommen, um meine Story zu bestätigen. Mrs. Saeko und Yukina kennen sich? Ja, vom ersten Teil. Sie war eine meiner Studenten im letzten Jahr. Dein Timing, hierher zu kommen, ist nicht sehr gut, befürchte ich. Wie du siehst, sind wir in einer kleinen Krise. Ja, genau deswegen muss ich mit dir reden. Ein Gerücht hat das alles verursacht? Also wird dieser Fluch verschwinden, wenn diese ganzen Wappen verschwunden sind. Nun, wenn das der Fall ist, dann möchte ich auch helfen. Tatsuya, ich trage die Vollverantwortung hier. Du hast meinen Segen, die ganzen Wappen zu zerstören. Ja, das Problem ist, wir haben schon alle, bis auf das letzte. Das hilft mir jetzt auch nichts mehr. Bam. So, das müsste es jetzt gewesen sein. Gerüchte werden zur Wahrheit, hm? Das hört sich komisch an. Aber wenn du und Yukino das sagt, glaube ich euch. Aber dieses Chaos hier erinnert mich an die St. Hermelin High vor 3 Jahren. Oh, das war nichts. Oh doch, um was das war, ey. Oh Gott, das war auch ein Chaos. Da ist ja das hier noch nichts dagegen, ey. Noch nicht. Wer weiß, was da noch kommen wird. Oh hey, wo gehst du denn hin, Tatsuya? Ist das letzte Wappen nicht hier? Du solltest dich beeilen und es zerstören. Ach so, ist noch eins hier. Ach, da ist noch eins. Da guck einer an. Weg damit. Bam. War's das jetzt oder ist noch irgendwo eins? War's das jetzt? Mrs. Saeko, also so cool wie immer. Ich dachte nicht, dass ich sie nochmal sehen würde. Ja, jetzt, das war's doch jetzt. Hä, noch eins? Wo denn? Warte mal, hier... Hier ist keins mehr. Da muss hier noch an der Wand noch eins sein. Hier, oder? Ja. Man sieht ja so toll. Jetzt ist es... Okay, meine Süßen. Das sollte das letzte gewesen sein. Das heißt, nun sollte es jedem wieder besser gehen. Das ist komisch. Ich hatte wirklich gedacht, das würde diesen Fluch, ja, diesen Fluch verschwinden lassen. Haben wir irgendwas übersehen? Oh Mann, ich glaube, wir haben das Größte vergessen. Die große Uhr im Uhrenturm. Die ist immer noch da. Ah ja. Oh. Der Schuldirektor meldet sich. Achtung, Achtung an alle Studenten. Ihr werdet alle sofort die arme Uhr. Ja. Also ja, ihr werdet alle mit sofortiger Wirkung aufhören, das Schuleigentum zu zerstören. Als Schuldirektor müsst ihr alle meinen Befehlen gehorchen. Habt ihr mich gehört? Ihr werdet meine Seven Sisters High mit Respekt behandeln. Nun, ich denke, wir haben keine Wahl, wenn der Schuldirektor das sagt. Kommt alle mit die Wappenjagd ist vorbei. Wir sollten aufräumen. Und da räumen sie alle auf. Verdammt, Hamia. Aber wenn jeder so drauf ist, dann können wir nicht viel machen. Wie auch immer, haben wir nicht eine große Uhr zu zerstören? Was? Zuerst sagte er, ja, da kann man nicht viel tun, dann ja, mach mal einfach die Uhr kaputt. Warte eine Sekunde, Xin Yan. Ist der Uhrenturm nicht immer zugesperrt? Ich sage, wir müssen erstmal den Schlüssel finden. Wahrscheinlich ist er im Lehrerzimmer irgendwo. Wir sollten den Lehrer fragen. Ja, wir sind im Schulzimmer. Hallöchen, Sir Nibo. Er lebt, ist ja unglaublich. Und du hast niemanden anders umgebracht. Hallöchen, Sir Nibo. Und wie geht's dir? Spürst du deinen Arm noch? Ist er schon abgefallen? Der Uhrenturm? Warum solltet ihr da hoch wollen? Wenn ihr Zeit habt, solltet ihr lieber aufräumen. Wir müssen den Schuldirektor zufriedenstellen. Aber irgendwie macht es mich auch, verärgert es mich, aber ich meine, ihr mögt doch prinzipiell Schuldirektor Hanaya ja auch, oder? Okay, das hat ja nicht viel geholfen, wir sind doch in der... Dass mir nach der Impfung nichts sein wird, war klar, die haben mich aber wieder im Liegen geimpft. Naja, dass danach nach der Impfung nichts ist jetzt nicht unbedingt normal. Du kannst ja dann Armschmerzen haben. Oder sollten wir... Ach, wir müssen nicht... Müssen wir zum Schuldirektor? Es hieß doch, wir müssen zur Teachers Lounge, oder nicht? Das sind wir ja schon gewesen, aber da war auch nichts. Ich hatte noch nie Probleme danach. Ja, wie oft hast du dich denn schon gegen Corona geimpft? Was, beim Schuldirektor? Wo soll der Schlüssel gewesen sein? Der ist doch sicherlich hier irgendwo. Komm schon. Diese Fotos, die hier auffingen, waren das alles mal Schuldirektoren? Achso, nee, sind das alle vom Schuldirektor? Von dem einen, ach so, okay. Vom Baby bis zum Erwachsenen hier. Wow. Ich habe mich gegen Krankheiten in Afrika impfen lassen. Ja, und was hat das mit Corona zu tun? Nee, ich glaube nicht. Ja, sie erlebt eigentlich jetzt quasi nochmal dasselbe, was sie in der St. Hermelins erlebt hat. Ich bin ja quasi, sie hat jetzt die Referenz gemacht mit demselben Typen, den wir im ersten Teil schon gespielt haben. Es ist genau dieselbe Situation. Da ich 1000-mal schon geimpft wurde und trotzdem Schiss habe. Es hieß doch, wir sollten noch in die Teachers Lounge gehen. Das soll der Schlüssel sein. Wir sollen den Lehrer fragen. Das haben wir jetzt gemacht. Hat nichts gebracht, weil der Lehrer hat uns nichts gesagt. Kann man denn noch jemanden hier befragen? Ach, warte mal, hier, das ist auch noch ein Lehrer hier, oder? Ja. Hm? Der Schlüssel zum Glockenturm? Oder ja. Ah. Ihr wollt also dort sauber machen? Ah, das ist super. Der Schuldirektor hat den Schlüssel mitgenommen. Eigentlich ist er hier im Lehrerzimmer. Der Janitor sollte den anderen haben. Wie schön. Ja, ich weiß, wo der Janitor ist. Ich weiß nicht mal, was das überhaupt für eine Bezeichnung für irgendjemanden ist. Der war, glaube ich, ganz unten. Oder war er ganz oben? Ich bin mir nicht mehr sicher. Das sind nur die Klassenräume hier, oder? Ja. Da ist er doch. Meine Güte, ich kenne mich in dieser Schule viel zu gut schon aus hier. Hallo, entschuldigt bitte. Wir würden uns gerne den Schlüssel leihen für den Glockenturm. Hm, Schlüssel? Hi, der Schlüssel zum Glockenturm. Du hast ihn doch, oder? Großvater? Den Glockenturmschlüssel. Hm, wo habe ich ihn nur hingelegt? Okay, Grams. Ganz tief durchatmen und nachdenken. Wo hast du ihn hingetan? Wer weiß denn schon, wann er sich denn endlich erinnert? Ich glaube, es ist besser, wenn wir selber nachgucken. Okay, jetzt wird hier die ganze Wohnung durchsucht. Das sind Seile und... Okay, das war's schon mal nicht. Kein Schlüssel hier. Aber ein Haufen Geschirr. Das ist ein alter TV. Kalender mit der legendären Schauspielerin Sayuri Yoshikawa vor 30 Jahren. Wow! Dieser Schrank ist voller Sachen von dieser Schauspielerin Sayuri Yoshikawa. Okay, das war also nicht der Schlüssel. Okay, auch hier ist kein Schlüssel. Darf ich Bier trinken? Warum fragst du? Du meinst wegen der Impfung oder warum? Weswegen? Was geht dazu, ja? Gramps und ich haben eine Mann-to-Mann-Konversation. Steck deine Nase woanders hin. Also ich wüsste nicht, warum du kein Bier trinken solltest, aber da fragst du ein bisschen Lunak, der weiß da bestimmt besser Bescheid. Aber ich sehe ihn nirgendwo. Oh Mann, was sollen wir denn tun? Ach ja, Grams, ich frage mich, was ist das denn? Hm? Hm, es sieht aus wie ein Schlüssel. Es heißt, da steht drauf Uhrenturm. Oh Mann, du hast den Schlüssel für uns gefunden. Nun sollten wir zum Glockenturm gehen. Oder zum Uhrenturm. Warum Glockenturm? Uhrenturm, verdammte Scheiße. Das ist ein Uhrenturm, kein Glockenturm. Das wäre sonst ein Clock Tower. Ja. Ich glaube Uhrenturm und Glockenturm passt beides. Du willst etwas Leute fragen. Glaubst du, ich bin süß? Ja, natürlich. Ja, das macht ihn glücklich. Also ich könnte überlegen, was die Poltergeists für ein okay. Ah, da ist es ja das Iga. Ah ja, passt. Vier Devil Cards. Wahrscheinlich wird aus einem Bier dann gleich ein ganzer Kasten, ey. Weiß ja Nibo, wäre das kein Wunder. Auf zum Uhrenturm. Okay, wir haben hier nochmal dasselbe. Und nochmal 4 Devil Cards. Oh. Ich wollte nicht mal runter. Ich wollte wieder hoch. Nein! Hoch! Der Glockenturm ist da ganz drüben. Tatsuya, meine Persona hat Angst. Ich mag das nicht. Vor was denn? Hä? Was zum Teufel? Warum hat ihre Persona Angst? Was soll das denn? Das verstehe ich jetzt nicht. Man hört hier aber irgendwas. Der Geist von dem Typen, der sich ja im Uhrenturm umgebracht hat, spukte hier rum. Da war ja was. Oh Mann, ist es staubig hier. Mein perfektes Haar wird dadurch ruiniert. Schaut nicht so aus, als wäre Mr. Hanaya hier. Los, lasst uns schnell die Uhr zerstören, dass wir hier rauskommen. Aber dieses Gefühl vor dem Moment, was war das? Oh. Was ist los? Ist da etwas an meinem Gesicht? Unterwäschepost ist hinter dir. Der Geist des Lehrers. Nicht so. Hä? Ich habe gesagt, diese Zeit darf nicht frei sein. Ich habe es gesagt, so oft. Oder die Zeit darf nicht rennen. Die Zeit darf nicht laufen. Er ist verschwunden. Aber ich fühle mich wie... dass ich ihn schon mal davor gesehen hätte. Oh, Hanaya. Schaut mal da oben. Joker! Ist das Joker? Gegen Bauchschmerzen überfressen funktioniert bei Attack nicht. Mist. Hast du dir gleich mal alles reingepfiffen, was so ging? Nachdem du geimpft wurdest. Direktor Hanaya! Du steckst also mit Joker unter einer Decke. Der Wappenfluch und alles, und dass alle so komisch reagieren, das ist alles nur wegen dir mit und deinem Zusammenspiel mit Joker, oder? Dummes Mädchen, wie kannst du nur? Dieser Wappenfluch ist der ultimative oder die göttliche Bestrafung zu meinen Studenten, für meine Studenten, da sie so schlechte Leistungen abliefern. Ich war um 5 Uhr morgens schocken. Ich habe die ganze Nacht nicht gepennt. Ach, herrje. Ihr Idioten, vergesst, dass unsere Studenten ihr Leben wegwerfen und sich nur um Staten und um Fashion kümmern. Ihr habt euch diesen Fluch selbst zuzuschreiben. Aber ich dachte nicht, dass dieses Gerücht mit der Kasai und dem Start dieses Fluchs wahr werden könnte. Aber wenn ich den Wunsch äußere an Master Joker, werden die Gesichter der Studenten wieder zur Normalität zurückkehren. Und zwar sofort. Nicht nur das. Dem Weg von dem Meister Joker zu folgen, ist die Essenz, um für eine Chance sein Leben vollständig zu erfüllen. Also, was hat er dir gegeben? Mein Wunsch war ein Schuldirektor zu werden, der von seinen Studenten vergöttert wird. Und man sieht ja, dass es jetzt funktioniert. Joker, du warst doch auf Revanche gegen uns aus. Was bringt es dir, diesem Idioten hier seinen Wunsch zu erfüllen? Nun, die 7... Ach, Plates. Was sind Plates? Wie kann man das am besten übersetzen? Plejaden. Was sind denn Plejaden? Ist das eine Sternkonstellation? Sind das Satelliten? Ach Gottchen, ey. Es gibt dafür keinen richtigen Begriff. Die 7 Plejaden haben die, die gefrorene Zeit freigesetzt. Revanche ist nicht mein einziges Motiv. Das geht nur mich, den Gebenden, den Giver, den Gebenden und dich, den Dieb, was an. Ein Kampf mit Tatsuya Soyo für meinen Traum. Ich lass nicht mehr zu, dass du nochmal meinen Traum zerstörst. Ich mache nicht denselben Fehler zweimal. Weint er? Die Zeit ist nun wieder frei. Lass die Glocken erklingen, um die Träume wahr werden zu lassen. Verdammt nochmal, du gehst nirgendwo hin. Wow. Wow. Was ist jetzt los? Okay. Haltet auf der Stelle ein. Ja, verschwinde. Kommt schon, Idioten. Dieser Raum wird euer Todesurteil sein. Geheiligt sei oder... Geheiligt sei die Maske. Wow. Was geht jetzt ab, ey? Ja, du nennst dich selbst ein Lehrer. Nun, bösen Studenten muss man wohl harte Liebe entgegenbringen. Ich zeig euch, was für eine Macht der Schuldirektor hat. Mit seinem Schraubenschlüssel. Okay, das ist unser erster Bossfight hier anscheinend. Wir werden erst einmal ganz normal die Dinge versuchen. Mal sehen, ob irgendwas davon gut wirkt. Oh ja, das wirkt schon allein schon sehr gut. Er hat auch eine Persona. Oh. Naja. Wir setzen ihm dann entgegen mal den Blazing Burst hier. Eieiei, das hat ihn aber richtig hart getroffen hier. Dann wird Aqua wahrscheinlich nicht so gut laufen. Ja, das blockt er weg, okay. Also Feuer ist gegen ihn sehr effektiv. Ja, der hat einen Schraubenschlüssel. So. Deal mein Charme. Nee, warte, das hat ja auch nicht gewirkt. Ah, gut, dann attackierst du ihn so, komm. Aber das hat auch nicht funktioniert. Dann versuchen wir es hier mal Low Havoc Damage. Machen wir mal mit Eis. Mal schauen, ob das wirkt. Die Low Sword plus Fire Damage. Ja, mach mal. Wenn man beides kriegen kann, auch gut. Die Nerve Sleep. Die Low Electric Damage. Ja, Feuer hilft dir gegen ihn sehr gut. Medium Sword Damage, Instant Dark Kill. Ah, Medium Sword Damage ist auch okay. Bam! Ach, Eis hilft auch nichts, okay. Au. Nice. Flame Cut Axe. Autsch. Das hat auch wehgetan, glaube ich. Okay, ja, du attackierst ihn weiter normal. Dann machst du mal diesen Havoc Damage, mal schauen, was der wirkt. Du machst weiter... Nee, Flame Cut wollte ich mit dir machen. Der ist auch cool. So. Du machst auch nochmal AG. Und du... machst den Mega Sword Damage nochmal. So. Bam! Okay, das können wir eigentlich so lassen. Mach mal den Replay davon. Ich meine jetzt irgendwann... Ach ja, ist eh schon so gut wie hinüber. Man sieht's hier schon. Das könnte der finale Schlag sein. Oh nein, noch nicht ganz. Na komm schon, jetzt geht drauf. Jetzt hat. Ja, da kommen die Levels hier. Bam, bam. Noch sehr einfach das alles irgendwie. Ha, wir haben gewonnen. Nun sag mir alles, was... Nun sag uns, was du... Alles, was du über den Joker weißt. Was zur... Oh, oh. Vorsichtig! Der Turm bricht zusammen! Oha. Ich glaube, das war's mit dem Glockenturm. Oh, ist jeder in Ordnung? Hey, warte, du Bastard! Nun, die Schulstunde ist für heute vorbei. Und solange Master Joker lebt, werdet ihr niemals Ruhe finden. Wow! Ist das nicht der vierte Stockwerk? Ich glaube, selbst das wird ihn töten. Hat er sich jetzt gerade tatsächlich selbst umgebracht? Was ist das? Joker. Er ist so alleine. Er kämpft mit einem... Mit einer Sünde tief in seinem Herzen. Er erinnert mich irgendwie an Tatsuya Kun. Es fühlt sich an, als kenne ich ihn von irgendwoher. Ich erzittere, wenn ich sein Gesicht sehe. Der Mond... Oh, dein Doppelgänger! Dein Seelenverwandter. Was soll das? Warum zitiert sie jetzt irgend so ein beschissenes Gedicht? Lass es mal sein, ey. Das kann man so schlecht ins Deutsche übersetzen. Das ist von einem Gedicht, das sich der Doppelgänger nennt. Hast du davon gehört, Tatsuya-kun? Maya-san? Du möchtest damit nicht andeuten, dass der Joker Tatsuyas Doppelgänger ist, oder? Oh nein! Ich dachte nur, da wären einige Sachen, die gleich wären. Ignoriert mich einfach. Tatsuya-kun. Ja, der Doppelgänger übersetzen, genau. Nun, was sollen wir denn jetzt tun? Hanaya ist weg und hat unsere einzige Spur auf den Joker mit sich genommen. Denkt positiv, Leute! Das muss man an Zeiten wie diesen. Wir haben noch nicht alles verloren. Lasst uns diese Gerüchte jagen. Die werden uns bestimmt zu Joker bringen. Ja, das ist eine großartige Idee. Hanaya hat doch gesagt, dass dieser Wappenfluch von ein paar Studenten der Kusai gestartet wurde. Hey! Da ist niemand in der Kasugaima High, den der große Michel nicht kennen würde, der so ein Gerücht verbreiten würde. The Double Walker. Ja, das hört sich an wie so ein extra starker, ja, irgendwie wie so ein alkoholisches Getränk, nur doppelt so stark. Wir verschwenden unsere Zeit, wenn wir das anschauen. Wir sollten woanders nachschauen gehen. Wie ein epischer Film oder Serie. Naja. Nun, unser Editor unserer Schülerzeitung schaut nach Infos nach Joker und den Gerüchten. Vielleicht hat sie etwas herausgefunden. Wir könnten Cozy im Peace Dinner finden beim Yumesaki. Wie sieht's damit aus? Jetzt hat sie es auch noch gesagt, dass Cozy sie ist. Oh, da ist sie doch schon, oder? Nee, ist es nicht. Oh, oh mein Gott! Ich habe gehört, dass der Schuldirektor aus der Schulglocke gesprungen ist. Und dass der Wappenfluch gebrochen ist. Habt ihr ihn gesehen? Oh nee, sie hat das noch nicht gesagt, sondern das die Schulglocke. The Double Walker with Johnny Walker Whiskey. Ja, genau. Wartet mal. War er hier, als das Ganze hier kollabiert ist? Nein, er ist nicht tot, oder? Noch 10 Jahre lang kann ich tippen. Ja, ich weiß nicht, ob er tot ist. Er könnte auch noch leben, prinzipiell. Na toll. Ich muss jetzt entweder sagen, dass er tot ist oder dass er nicht tot ist. Ich hätte jetzt eigentlich als Antwort gesagt, ja, ich weiß es nicht, weil... Wir sollten ja positiv denken, auch wenn ich ihn nicht mag. Er hat es bestimmt geschafft. Ich wusste es. Unser großartiger Schuldirektor ist unzerstörbar. Ich bin mir sicher, dass er sich in der Stunde der größten Not wieder zeigen wird. Ja, das befürchte ich leider auch. Was war denn das? Ich hoffe, das wird nicht irgendwelche wilden Gerüchte streuen. Oh, stimmt ja. Lasst uns zum Peace Dinner gehen. Ach, scheiße, das könnte jetzt natürlich sein, dass er allein durch die Gerüchte wiederbelebt wird. Meine Güte, ich bin auch so blöd. Ich muss das ja mit einberechnen. Wenn die Gerüchte streuen, dann werden die ja wahr. Oh Gott. Ich muss nachdenken. Ich darf nicht so einen Schwachsinn erzählen, sonst ist er am Ende wirklich noch wieder am Leben. Ah, fuck. Das mit den blöden Gerüchten, ey. Nein, nicht wieder hochgehen. Ah, runter. Über die Bike Racks müssten wir doch auch rauskommen, oder? Nö, natürlich nicht. Ist ja bloß der Schulhof. Dann halt nicht. Ah, Human, ich will mit dir reden. Dann rede. Was ist der Unterschied zwischen Jungs und Mädchen? Naja, ihr Körper? Na, das hat ihm gefallen. Sehr gut. Ist der World Ending? Nee. Da ist er happy. Oh, das macht ihn angry, okay. Oh, das macht ihn auch angry. Oh. Er ist wütend, das ist nicht gut. Ja. Da machen wir sie eben kaputt. Habe ich auch nichts dagegen. Da geht's raus. So, also wir müssen jetzt zum... Ja, Cozy. Das wird jetzt interessant werden. Weil... Er kennt sie ja schon, aber... Er weiß ja trotzdem noch nicht, dass das seine alte Schulliebe wäre. Jetzt gibt's auch das Theater, okay. Oh Gott, was ist im Theater? Und Action! Willkommen zum Sumaru City Climax Theater. Ach, das ist das hier. Ja, da kann man selbst, das habe ich ja schon gesagt, da kann man selbst Quests erstellen. Das geht aber in der PSP-Version nicht. Ist aber interessant, dass die trotzdem das Ganze irgendwie eingebaut haben anscheinend. Wir müssen nach Hirasaka, glaube ich. Da war das. Da ist die Kasagoima High. Da ist das Sumaru Prison. Genau, und da oben ist das die Kami. Alter. Und da ist das ja, oder? Oder auch nicht. Gehen wir mal schnell zum Sarashi Ramen. Haben wir wieder neue Sachen zum Kaufen eventuell? Mal gucken. Buy Weapons. Oh ja, es gibt neue Waffen. Oh ja. Oh ja. Und Geld haben wir genug eigentlich, um das zu machen. Okay, dann kaufen wir einmal das Rapier, einmal die Classic Case, einmal die Tsunode, einmal die Waldtapir 99 und das Veritu. Passt. Ja, damit. Es gibt hier auf jeden Fall keine Schusswaffen mehr anscheinend. Was haben wir denn an Items zu verkaufen? Na gut, die wollen wir ja selber noch ausrüsten. Haben wir irgendwie Armor zu verkaufen? Oh, wir haben sogar noch... Nein, nein, nicht wirklich. Das können wir verkaufen. Die können wir verkaufen. Die können wir verkaufen. Die können wir verkaufen. Und das ist sogar für einmal noch gut. Okay. Dann tun wir das gleich mal equippen hier. So. Gut, sind wir mal wieder gut ausgerüstet hier. Dann schauen wir mal zu Tuya Defense rein. Ob wir hier auch mal wieder was haben. Hast du für uns vielleicht etwas Schönes hier? Das schon eher. Für die beiden brauche ich auf jeden Fall noch Sachen hier. Da brauchen wir mal die beiden hier zweimal. Die beiden zweimal und die beiden zweimal. So. Damit die auch auf dem Stand sind hier. Man kann das hier selber drehen. Okay, das wusste ich jetzt noch gar nicht, dass das auch geht. Ah, okay. Ich dachte, das wäre mal fest installiert. Auch gut zu wissen. So, Satomi Tadashi. Du hast ja... Nee, eigentlich hast du nichts, was ich brauche. Da geh mal wieder. Beim Chiropraktiker könnte man noch vorbeigucken. Heil uns mal. 1200 Yen. Naja, gut, okay. Okay, da braucht man eigentlich auch nichts. Gehen wir mal schnell zur Detektivagentur. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Haben wir irgendein... Ne, wir haben kein Gerücht, das wir verbreiten können. Okay. Dann gehen wir noch schnell in den Velvet Room. Weil wir haben jetzt noch ein paar Karten gesammelt. Wir können aber auch freie Karten anscheinend selber verteilen, aber ich frage mich, wie das funktioniert hier generell mit den Karten. Ah, okay. Ah, okay. Seems your team's level is insufficient to summon this Persona. Also ich kann zum Beispiel zumindest diesen Poltergeist machen. Mit einer Magna-Card kann ich ihn quasi noch ausstatten. Und dann kann man das so machen. Okay. Aber der Poltergeist ist mir zu schwach. Das nützt mir in dem Sinne nichts. Ah, man braucht zum Beispiel dann 56 Hermit-Cards, um diesen Nekromanter zu machen. Okay. Den Poltergeist kann ich machen, weil ich nur 8 Karten brauche von 12. Okay. Eieiei. Okay. Giga Macho. Zodiac. Mu. Pachinko Silver. Gott, hier gibt es viel zu viele Gebäude, die man benutzen kann, ey. Was ist hier noch? Gold. Das ist ein Fitnesscenter. Ah, ich verstehe. Du meinst, du könntest mit mir dort, könntest dort gegen mich bestehen. Ah, okay. Tonys Shop. Oh, da gibt es Accessoires. Die brauche ich auch. Die habe ich noch nicht. Gott, wie sieht der denn aus? Das hilft mir aber nicht weiter. Also Agility bringt's mir. Ja, okay, aber... Pff, ein Agility für 350? Nee, danke. Nimm weniger Drogen. Heilige Scheiße, wie der aussieht, ey. Anima Mondi, Satomi Tadashi, Bikini Line. Also wenn ein Heilcenter Bikini Line heißt, da gehe ich doch am liebsten hin. Was zur Hölle? Warum? Egal. Das ist Peace Dinner. Hat der vielleicht noch verbesserte... Oh Gott. Verbesserte Kleidung hier? Es war blöd, wenn die jetzt mehr hätte. Oder bessere Sachen. Nee, hat sie nicht. Okay. Was zur Hölle, ey. Das ist komisch. Cozy ist nicht hier. Ich dachte, sie würde so einen großen Peaceburger essen. Ja, bist das du, dieser San? Ist ja schön, dass du hier bist. Huh? Oh ja, du bist ja bei Cozys eine Schülerzeitungsangestellte. Chikarin? Oh, du konntest dich nicht an vor einer Minute an mich erinnern, oder? Aber das ist okay. Es hat ja Klick im Kopf gemacht. Ja, ich bin das, Chikarin. Chika Ueda, eine Schreiberin für Sevens, für die Sevens Schülerzeitung. Perfektes Timing. Hast du Cozy gesehen? Ah, danke, dass du mich daran erinnerst. Ich habe bei zum Wappenfluch nachgeforscht mit Cozy. Sie hat herausgefunden, dass Leute oder Studenten von der Kusai dafür verantwortlich sind. Also ist sie zum Club gegangen. Achso, dass diese Leute, die Studenten, die dieses Gerücht verbreitet haben, die sind im Zodiac. Also ist sie zum Club gegangen, um mit ihnen zu reden. Na, das ist keine gute Idee, glaube ich. Pft, infiltrieren. Ich dachte nicht, dass Fetti den Schneid hätte, eine Geheimmission durchzuführen. Hey! Pass auf! Pass mal auf, Unterwäscheboss! Hast du das gehört? Was heißt du denn, Studenten sollen dafür verantwortlich sein? Das kann nicht sein, dass meine Leute das tun. Ich habe ihnen nicht beigebracht, Feiglinge zu sein. Die Fetti hat irgendwelche falschen Infos bekommen. Aber selbst Hanaya hat gesagt, dass es Kusai gemacht hat. Es sind nun schon 2 Augenzeugen. Möchtest du immer noch dummer Kerl spielen? Selbst wenn es wahr ist, glaube ich, dass es nur wegen Eifersucht wäre. Wenn ich die finde und ihnen entgegenschreie, dann werden diese Gerüchte schnell verflogen. Okay, das ist genug. Wir haben es verstanden. Lass uns zur Zodiac gehen und die Wahrheit selbst herausfinden. Und wenn es wirklich Kusai-Studenten waren, die dieses Gerücht verbreitet haben, dann darf sie Eikichi zusammenstauchen, okay? Der Zodiac Club ist noch gar nicht weit weg von hier, oder? Sollen wir nicht rübergehen? Ja, gut, dann ab zum Club, würde ich sagen. Also da war das Gold. Das ist die Giga Macho. Das ist Zodiac. Hallöchen, guten Tag. Wir haben heute geschlossen. Toll, super. Wir haben geschlossen. Klasse. Die können wir nicht durch. Schön. Ah. Oh, stylisch. Mit des Kuckuckel hier. Schwester, ich hatte das Gefühl, dass du hier sein würdest. Komm, lass uns zusammen zurückgehen. Oh, Noriko ist auch hier. Sieht so aus, als hätte er immer noch nicht Anna Yoshizaka aufgegeben. Schwester, nein. Du kannst so nicht weitermachen und deine Gesundheit noch mehr ruinieren. Dann wirst du niemals mehr rennen können. Anna Yoshizaka. Eine Abbrecherin der Seven Sister High. Sie war ein Star vom Laufteam, bevor sie ihren Unfall hatte. Schwester, bin ich denn so ein, naja, nerv ich dich denn so? Sage ich jetzt mal einfach so. Du Idiot! Mach das nicht, zu sein, dass du nicht bist, das ist nicht cool. Wer bist du denn? Ich? Ich bin Yukino Mayuzumi. Nur eine Fotografin. Und warum mischst du dich in meine Angelegenheiten ein? Verschwinde, okay? Du solltest dir das zu Herzen nehmen, was die anderen Leute sagen. Du wirst es bereuen, wenn du es nicht tust. Wow, das ist dämlich. Es überrascht mich, dass du nicht gleich böse geworden bist. Es würde nichts ändern. Ich hasse so etwas. Ah, okay. Wow, wow, wow. Was fällt euch ein, hier einfach reinzuplatzen? Ihr glaubt wohl, ihr seid der heißeste Shit, oder? Ihr seid Seven Students, oder? Ihr solltet lieber gleich nach der Schule nach Hause gehen. Oder euer ganz schrecklicher Schuldirektor bekommt euch noch. Das ist genug, Leute. Wir sollten alle ein bisschen glücklicher und fröhlicher sein. Ihr möchtet mich doch nicht böse machen, oder? Michael-san? Wer gibt denn überhaupt noch etwas auf dich? Niemand hört auf dich. Du bist nicht mehr unser Boss. Wow. Was? Willst du das nochmal wiederholen? Du nutzloser Punk. Wir haben einen neuen Anführer. Und er ist viel, viel stärker als jeder andere Boss. Alle sind nun auf der Seite unseres neuen Leiters, Sugimoto-san. Sugimoto-san. Sugimoto? Ihr meint Hiroki Sugimoto? Er ist der Leiter von der Kasei? Hört auf, Scherze zu machen. Ah, helft mir! Was war das über euren neuen Anführer, der stärker als jeder andere Boss ist? Kannst du das nochmal sagen? Es ist das Gerücht. Da geht das Gerücht rum. Ich habe nur gehört, dass jeder sagt, dass der neue Kasai-Anführer stärker ist als der Boss. Es ist dann ein neuer Boss, genau unter der Nase des Alten. Hört sich das nicht ein bisschen zu plötzlich an? Es hört sich an, als wäre das ein Ergebnis eines weiteren Gerüchts, das wahr geworden ist. Vielleicht steckt dieser Sugimoto auch mit Joker unter einer Decke. Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Es entbehrt jeglicher Logik, dass jemand so schnell eine ganze Schule unter sich vereinen kann. In der Schnelligkeit. Ach ja, du wirst doch auch sicherlich über das Gerücht gehört haben über die Wappen der Sevens, die verflucht sein sollen, oder? So wie ich das verstanden habe, wurde dieses Gerücht zuerst in der Kasei verbreitet, oder? Weißt du etwas darüber? Wir haben dieses Gerücht verbreitet, weil der Anführer uns das gesagt hat. Er hat gesagt, er würde Sevens Reputation mit beschmutzen, weil er sie hasst. Was soll das heißen? Warum hat dieser Hiroki-Typ so einen Hass gegen unsere Schule? Und ich denke mal, wir müssen ihn selbst fragen. Hey, wo ist Hiroki? Er ist hier in der geheimen Lounge. Weiter in eine geheime Lounge? Ich werde dieses hässliche Grinsen aus seinem Gesicht wischen. Hey, 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 ganz langsam, Unterhosenboss. Hey, war hier ein Mädchen, das Cozy heißt? Sie hat diesen ganzen Wappenfluch untersucht. Ich kenne keine Cozy. Hier war ein Mädchen, das sich Miyabi Hanakushi genannt hat. Sie wollte auch unseren Anführer sehen. Was? Hast du gerade Miyabi Hanakushi gesagt? Hanakushi-san? Wollte ich Hiroki sehen? Ich muss gehen. Warte, Aikichi-kun. Es ist zu gefährlich, allein zu gehen. Was würde ihn das irgendwas kümmern, ey? Der Unterwäscheboss ist selbst gegangen. Nun, lassen wir mal Unterwäscheboss beiseite. Wir können Cozy nicht ihren Schicksal überlassen. Wir sollten ebenfalls gehen. Ach ja, okay, dann hinterher. Gehen wir in die geheime Lounge, uns hält ja sowieso keiner auf anscheinend. Oh, hier kommen wieder Gegner. Ich sehe schon. Da sind sie auch schon. Was seid ihr denn schon wieder, ey? Zombies? Oh, Yuki hat ein Level Up. Woo. Ach, haben wir irgendein Item, das sie heilen kann? Die Frage ist ja, was hat sie denn überhaupt? Ich weiß es nicht. Was ist denn mit ihr? Poison, okay, also es ist tatsächlich heilbar, weil wir haben ja was gegen. Aber ich glaube, unsere Persona, eine von den Personas kann das ja auch. Das heilt auch. Ich dachte, wir haben doch was. Nee, haben wir nicht, okay. Dann nehmen wir das Item dafür her. So. Hier geht's nach oben. Ich will es eigentlich immer so, dass das Norden ist, genau. Das verwirrt mich dann nicht so. Oh, wer bist du denn? Zodiac Stuff. Hey! Bleib da stehen. Hast du deine Maske vergessen? Ohne sie kannst du nicht zur Party. Wenn du deine vergessen hast, irgendwo sollten noch welche rumliegen. Schau einfach rum. Du wirst sie schon finden. Ja, danke. Also wir brauchen Masken. Oh, jetzt kommen aber ganz schön viele Gegner hier. Mal schauen, ob wir dann noch wieder Fusion Skills hier benutzen können. Masken, wo seid ihr? Was ist das denn? Au! Okay, da sollte man nicht reintreten. Das ist keine gute Idee. Warum bin ich reingetreten? Ich weiß es nicht. Wieder vergiftet hier, ey. Mann. ist das? Ist hier eine Maske? Nein, 3 Medizin. Ja, gut. Okay. Ist auch nichts. Oh, so viele Viecher immer hier. Ich sollte trotzdem schauen, dass ich wieder auch ein paar Karten hole. Weil starke Personas sind auch sehr wichtig. Hat man ja beim letzten Kampf im ersten Teil gesehen. Oh, das Death Room. Vielleicht ist da was drin. Ja, hier sind auf jeden Fall Leute mit Masken. Was? Ach, egal. Okay, hier gibt es aber leider anscheinend auch keine Masken. Sieht zumindest nicht so aus. Okay. Was ist hier drin? Oh, eine Free Card. Naja, immerhin. Die Pixies hatten wir bisher noch nicht. Dann versuchen wir es mal mit den Pixies. Pixie Tatsuya. So. 4 Lavas Cards, sehr schön. Was ist jetzt wieder los? Also mein Laptop hat sich gerade, glaube ich, aufgehangen. Warum auch immer. Super. Ja, toll. Das sollte nicht passieren. Kann ich den Chat nicht mehr lesen, geil. Muss ich nochmal neu starten. Ah, das ist auch mal neu hier. Also, falls jemand was schreibt, ich kann es jetzt gerade nicht lesen, aber das wird sich dann bald schon wieder ändern, hoffentlich. Jetzt los. Hoch. Ja. Boah, der ist ja ganz schön heiß. Warum ist denn der zu heiß? Huch. Okay, ich glaube, die Hitze hat ihm ein bisschen Probleme gemacht. Ups. Das ist jetzt natürlich blöd. Vor allen Dingen, weil er eigentlich nicht viel tut, aber. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Super. Okay. Super. Sage ich dazu nur. Das hatte ich bisher auch noch nicht. Ich muss mal kurz hier auf Pause gehen. Ich bin gleich wieder da. Also bis gleich. Tja, es sieht ganz danach aus, als hätte mein Laptop den Geist aufgegeben. Warum auch immer. Super. Und das einfach so. Na, da muss ich dann wahrscheinlich mal das Innenleben begutachten, was da, ob da irgendwas ist. Super. Auf jeden Fall, Aha. Muss ich jetzt schnell improvisieren? So. Okay. Das ist jetzt natürlich super. Live-TV at its best. Super klasse. So. Ja, brauche ich jetzt noch. Ja, mir wäre es auch lieber, wenn ich keine Pause machen müsste. Was zum Teufel ist das hier? Ach, ist das die Heilfee hier? Ja. Trish. Eine gierige, geldliebende Fee. Ja, ja. Was? 5000 Yen? Boah, spinnst du? Ich gehe wieder, ey. 5000 Yen, ey. Sonst noch was? Und ich will wieder Norden. So. Ich fühle es. Es ist Eikichi. Er ruft nach uns, Tatsuya. Genau vor uns. Oh. Er hätte halt nicht allein losgehen sollen, ey. Okay, jetzt werden es doch ganz schön viele Gegner hier. Dass wir nicht mit denen klarkommen würden, aber ich meine ja nur. Hier ist er nicht. Ach, hier gibt's Bock. In der Box sind welche. Juhu, eine Maske. Sehr schön. Okay, wir haben eine Maske, das ist gut. Damit können wir arbeiten. Aber... irgendwo sollte doch Eikichi sein? Ach, warum ist das schon wieder verkehrt? Ich will genau so will ich's haben. Oh, ein Mensch. Ja. Oh. Okay, das ist nicht gut. Das macht ihn happy. Oh, das macht ihn sehr böse. Scheiße. Okay, das war nichts. Willkommen zum wilden Tanz, meine Brüder. Die heiße Party geht immer noch ab da drin. Braucht man dafür, hat man dafür jetzt die Maske gebraucht, schätze ich mal, oder? Wow! Was zur... Oh Mann, schaut euch das an, der Boss. Aber warum hältst du dir denn deinen Bauch? Musst du scheißen? Hiroki Sugimoto, der neue Anführer der Kusai. Er will wohl anscheinend Revanche gegen Eikichi. Seit dieser Sache in der Mittelschule. Okay. Hey, ganz ruhig. Du weißt, was mit dieser... diesem Mädel hier passiert, wenn du ein krummes Ding machst, oder? Ach so, er wollte seine Persona rufen. Ja, du bist nichts ohne deine Persona. Was ist mit dieser? Ich werde keine wie soll man das jetzt übersetzen? Ja, halt nicht die Schwachen schikanieren. Ich werde es nicht erlauben, die Schwachen zu schikanieren. Das sagst du nur, weil du schwach bist. Hi Mango! How you doing? I hope your family and you are healthy because of this whole COVID thing you post on my Discord channel. Mann, du siehst wirklich schlimm aus. Ist Fetti hier wirklich so wichtig für dich? Wie auch immer. Sie ist nur dabei. Wenn irgendwas zu Hanakui-san passiert, dann werdet ihr wirkliche Schmerzen erleiden. Hä? Was redest du denn da, Hanakushis? Nein, sag es ihm nicht. Bitte sag es ihm nicht. Du weißt es nicht? Das hier ist Miyabi Hanakushi. Wirklich? Du bist wirklich Hanakushi-san? Meine Güte, er ist aber auch wirklich schwer vom Begriff. Es tut mir leid, es tut mir leid. Warum? Warum hast du nichts gesagt? Es wäre mir zu peinlich gewesen. Ich wollte nicht, dass du es weißt, Aikichi-kun. Oh, that's very nice, Mango. Ja, warum geht der nicht aus? Du und Fetti werden ein perfektes Pärchen. Wow. Es ist nicht so. Ich mochte die Hanakushi-san davor. Wow, wie nett von ihm. Sie? Sie ist deine Süße? Du Bastard! Du kannst alles gegen mich sagen, das interessiert mich nicht, aber niemand lacht. Jeder, der über sie lacht, ist ein toter Mann. Ich glaube, du verstehst nicht, in welcher Position du dich befindest. Schau genau hin. Ah! Hiroki! Und da geht die Prügelei weiter. Na endlich, jetzt kommt die jetzt auch mal. Schön. Dieser Hiroki ist ja echt schlimm. Okay, ich werde meine Persona auspacken und... Warte! Wenn wir da einfach reinstürmen, verletzen wir Hirokis Ehre. Ich weiß, es ist schwer zuzuschauen, aber das ist sein Moment. Du willst, dass wir einfach nur zuschauen? Nein, keineswegs. Los, lass ihn uns helfen, Tatsuya. Oh, ja. Yeah, Mango, it's a little bit more complicated to translate into German because there are so many words and things from Japanese to English, and this from English to German to translate is really hard. So it's okay. The game is the story was at the beginning really yeah, it was a little bit messy, but now it's okay, I guess. You have way more options to choose between answers, so like here. Ich glaube, ich vertraue lieber der anderen, weil ich glaube, er wird es wirklich von selber hinbekommen. Okay, Hiroki, du hast mich. Los, tu alles, was du mit mir willst, aber lass sie gehen. Ja, du hast es endlich verstanden. So ist gut. Aber ich werde kein Schwächling sein und nur einen Arm von dir nehmen. Wenn ich mich daran erinnere, was du mir angetan hast, werde ich deine beiden Arme und Beine nehmen. Mann, bist du immer noch so drauf, weil ich dir die Unterhose hochgezogen habe in der Mittelschule? Natürlich tue ich das. Es ist deine Schuld, dass... Mein Mädchen hat mich dafür sitzen lassen. Das war es nicht. Sie hat sich von dir abgewendet, weil du immer die Schwächeren schikaniert hast. Das ist eine Lüge. Du lügst. Es war deine Schuld. Alles ist deine Schuld. Das ist verdammt richtig. Der ich als Anführer bin stärker. In diesem Falle möchte ich gar nicht mehr der Boss sein. Hä? Der Anführer mag vielleicht stärker als der Boss sein. Aber es kann nicht sein, dass Hiroki Sugimoto stärker ist als Eikichi Mishina. Nach dem, was du mir gerade angetan hast, sehe ich uns als quitt an. Es tut mir leid. Boah, jetzt hat er ihn aber richtig verprügelt, ey. Nun, ich habe kein Recht, über das zu urteilen, was Hiroki getan hat. Das gibt keinen Unterschied zwischen dem, was ich damals auch getan habe. Ich habe mich immer wie ein großer Held aufgeführt. Und habe gesagt, dass meine Leute nicht die Schwachen anfassen sollen. Aber das war alles nur... das war alles nur Show. Es war nur eine... ein Grundgedanke, nicht ein Grundgedanke. Es war nur eine Entschuldigung, die Leute mit meiner Persona zu schlagen. Und so sollte kein Mann reagieren. Was ist denn mit dir passiert? Dieses Zeug, was du gerade gesagt hast, das ist ziemlich cool. Nun, selbst ohne deine Persona warst du wirklich stark da, Aikichi-kun. Und es tut mir leid, dass ich so ein Idiot war. Nun, ich bin kein Boss mehr. Oder ich will kein Boss mehr sein. Hanakushi, geht's dir gut? Aber ich glaube nicht, dass es dir wirklich gut geht. Es tut mir leid, Aikichi-kun. Es tut mir leid, dass ich dir all diesen Ärger eingebracht habe. Ach, keine Sorge. Dieser Schnitt an deinem Gesicht ist der... Nein, schau ihn nicht an, Aikichi. Es tut mir leid. Hanakushi! Okay, jetzt ist Zeit, das Ganze aufzudecken. Und wenn du es nicht tust, dann wirst du herausfinden, dass es viel schlimmere Sachen gibt, als deine Hose runterzuziehen. Ich rede. Was wollt ihr wissen? Warum wolltest du, dass deine Komplizen dieses Gerücht verbreiten, dass die Wappen der Sevens einen Fluch haben? Der Studentenpräsident wollte, dass ich das tue. Er hat gesagt, dass er mich zu einem Anführer macht mit Meister Jokers Hilfe. Wo sollen wir die Reputation der Sevens zerstören? Dieser Yasuo! Ich habe ihn abgewiesen, also hat er sich den nächsten auf der Liste geschnappt. The random encounters are still there, Mango. And the gameplay, it's like the first game. It had nothing really changed, but that's okay, I guess. Nun, die Leute hier meinten irgendwas von einer Ernte, die heute passiert. Was meinten die damit? Nun, da ist eine Organisation, der du beitreten musst, wenn du Meister Joker deinen Wunsch genannt hast. Ich habe gehört, dass dieses Ernten die Initiationszeremonie dafür ist. Was mich daran erinnert, dass eine der Chefs, Lady Scorpio, bei dieser Ernte mit dabei ist. Das ist das erste Mal, dass ich da wäre, deshalb weiß ich nicht mehr. Bitte lasst mich einfach gehen. Es sieht so aus, als würdest du die Wahrheit sagen. Okay, du bist vom Haken gelassen. Aber du solltest dich nicht mehr Joker nähern, verstehst du? Nun, wir haben unser nächstes Ziel, den Kusai Studentenpräsidenten. Ich werde diesen Typen büßen lassen. Okay. Oh, wir sind wieder draußen. Das ist wenigstens mal was Schönes. Mal speichern hier. Ich habe schon ewig lang nicht mehr gespeichert. So. Ich bin mal gespannt, ob diese ganzen Sachen, die man entscheiden kann, ob die wirklich was ausmachen. Also jetzt müssen wir wohl zu der Kusai, wenn ich das richtig verstanden habe. Die war ja in Hirasaka, wenn ich mich noch recht entsinne. Genau, da ist die Kasagoima High. Wow, hier ist ganz schön viel Betrieb. Machen Sie sich bereit für das Schulfestival oder irgendwas? Sieht so aus, als wäre jeder irgendwie so aufgeregt. Ja, Yasuo ist hier der Boss. Dieser Bastard. Er ist bestimmt im Studentenlehrerraum. Im zweiten Flur, in der zweiten Stockwerk. Lasst uns gehen! Ja, willkommen zurück, Sir Nibo. Es gibt halt eigentlich, ich verstehe halt nicht, warum es hier auch Monster gibt, weil es macht eigentlich keinen Sinn. Im ersten Teil wurde das wenigstens noch erklärt, aber hier wird das ja nicht mehr wirklich erklärt, sondern die sind einfach da. Warum zur Hölle muss ich mich denn so anziehen? Ich weiß, wir haben nicht mehr viele Kellnerinnen, aber... Ich wollte wirklich gerne die ganzen Mädels kennenlernen, aber so kann ich mich nicht zeigen. Er musste sich tatsächlich wie ein Mädchen verkleiden. Schön, toll. So, sind wir jetzt schon im zweiten Stockwerk? Ja, sind wir. Sind wir schon richtig hier. Aber er ist nicht hier, oder? Oder ist... Nee. Oh, Michel-san! Du bist sicher! Das ist super! Ja, Kasagoima High würde fertig sein, wenn du nicht sicher wärst. Was zur Hölle? Seid ihr Typ nicht Yasuos Handlanger? Ich dachte, ihr könnt mich nicht ausstehen. Oh nein, das ist ein schreckliches Missverständnis. Um die Wahrheit zu sagen, wir können das, was unser Präsident momentan macht, nicht verstehen. Wenn du diese Chance ergreifst und ihn seines Platzes verweist, würde die ganze Schule besser dran sein. Er hat Angst vor dir. Er versteckt sich irgendwo in der Schule. Bitte finde ihn und beende diesen Terror. Diesen Terror. Okay. So, wisst ihr, wo er sich vielleicht verstecken könnte? Der Präsident ist ein unmoralischer Dämon, der nicht mal Gott fürchtet. Okay. Er hat gesagt, er geht in die Klasse 3-1. Ich denke immer, dass er immer noch dort ist. Ah, in der Klasse 3-1. Okay, gut zu wissen. Dankeschön. Die 3-1. Dann denke ich, müssen wir nochmal eins hoch. Weil das wird dann der dritte Flur sein, genau. Oder die dritte... Da, 3-1. Hallöchen Mina, meine Sticker sind deaktiviert. Eigentlich nicht, aber mein Gott, das kann natürlich mal wieder passieren. So, jetzt probier's mal nochmal. Hello. Also. Und mein Laptop will immer noch nicht. Okay, ich denke mal, ich werde meinen Laptop tatsächlich aufschrauben müssen. Super. Kaum funktioniert eine Sache, geht die nächste Sache kaputt. Ich liebe es. Und es gab nicht mal Anzeichen dafür. Der ist einfach... Warum auch immer. So. Ist er das hier? War hier nicht mal ein Transferstudent? Weißt du, wo er ist? Transferstudent? Ach, dieser Typ. Ah, er ist zu spät zur Schule gekommen. Vielleicht ist er im Krankenflügel oder sowas. Ich weiß es nicht. Okay, dann. Was ist los, Kichikun? Kennst du diesen Transferstudenten? Na, es ist nichts. Vielleicht auch nur meine Einbildung. Hä? Welche Einbildung denn? Wo ist der Typ? Der Transferstudent. Ja, diese Klasse hatte einen. Ich habe ihn aber schon sehr lange nicht mehr gesehen. Das ist auch egal. Hat nichts mit mir zu tun. Das ist, okay. Und so wie Eikichi diesen neuen Anführer zusammengeschlagen hat, das ist das Hauptthema der Schule. Nun, sein Nickname, der Death-Boss, ist wohl kein Witz. Ne? Aber wir sind jetzt in der 3-1, da sollen wir doch hin. Und der ist nicht da. Dann hieß es jetzt eventuell, dass er aber es geht jetzt um den Transferstudenten, nicht mehr um den, Oh. What the fuck? Was seid ihr denn schon wieder? Okay. It's beautiful. Oh, das macht ihn angry, okay. Oh, das macht ihn noch mehr angry. Scheiße! Okay, das macht ihm Angst. Gibt's da irgendwas, was ihn... Okay, nein. Scheiße. Ah, fuck. Das war blöd. Wer ist das eigentlich? Der scheint ein bisschen stärker zu sein, der da. Ei, 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 ei. Okay, Feuer macht nicht viel Sinn gegen den. Wenn er gegen... Dann muss es Aqua auf jeden Fall sein, dass sie Probleme macht. Wow, 1, 8, 20. Oh, das macht so viel Schaden. Ah, jetzt war ich. Der hat aber echt viel Schaden gemacht, ey. Was war denn das für ein Mistvieh, ey? Mich interessiert kein Film. Wo ist dieser blöde... Da war ich doch schon. Du suchst den Präsidenten, oder? In Class 2.4. Warum ist der immer woanders? Das ist wie ganz am Anfang bei dem Spiel, wenn du reinkommst und erstmal die Lehrerin suchen musst. Dann musst du auch dahin, 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 dahin. Das ist genau derselbe Scheiß. Du musst auch erst wieder dahin, 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 dahin. Yes. Zwei, 4 soll er jetzt sein. Gut, dann 2, 4. Planetarium, cool. Bei 4. Der Studentenpräsident bereitet die Masken vor. Wir können aber nicht rein ohne welche. Denkst du, das ist ein bisschen zu weit gegangen? Ja, ist es. Der denn da? Ach, scheiße. Sorry, ich habe aufgehört, der Boss zu sein. Seid ihr Männer oder nicht? Was soll denn das, wenn ihr nicht mal euch selbst versorgen könnt? Nun, schaut doch mal, dass ihr das selber hinkriegt. Und wenn nicht, dann könnt ihr mich um Hilfe fragen, wie einen Studenten. Ah ja, okay. Aber hier ist er natürlich auch wieder nicht. Wie überraschend. Warum sagst du mir nicht, wo er ist? Oh Gott, so viele gleich schon wieder, ey. Ist er denn jetzt wieder? Wahrscheinlich bei 1,5 oder so. Das interessiert mich alles nicht. Wo ist dieser Idiot? Personen, die reden aber auch kaum gescheit hier. Ah, die gehen wieder mit dem Joker-Game hier. Das nützt mir hier alles nix, ey. Leute, wo muss ich hin? Wo ist der Typ? You come to buy the manga? Nein, ich will keinen Manga von dir. Cosplayer, ja. Sind heftig hier. Schon wieder dieses Mistvieh, ey. Ja, dieses eine ist echt nervig, ey. Aha, ein Umkleideraum ist es hier. Schade, komme ich nicht rein. Darf ich nicht reingehen? Gehen wir noch eins höher. Ah, zum Dach. Vielleicht ist er auf dem Dach. Nein, sieht auch nicht danach aus, als wäre er hier auf dem Dach. Ja, unsere Schulding ist besser, bla bla bla. Okay, hier ist er auch nicht. Das gibt's doch nicht. Wo ist der denn? Wo könnte dieser Arsch sein? Da war ich schon. Ich glaube, ich gehe mal ganz runter. Vielleicht ist er irgendwo unten. Ja, es geht um die Masken, um die kümmert er sich, aber wo ist er? Wo? Ja, Noten sind wichtig. Weißt du, wo der ist? Nein, gut, dann halt nicht. Weißt du, wo er ist? Nein, auch nicht. Weißt du, wo er ist? Nein. Du? Nein. Und wir verdienen uns dabei schön die Levels hier. Vielleicht ist er ja draußen. Nein, ist er nicht. Okay. Vielleicht ist er hier. Nein, sieht nicht danach aus. Ja, ich schaue immer noch nach dem Präsidenten. Ah, im Keller. Okay, gut, endlich mal ein Hinweis. Keller, Keller, Keller. Wo geht's in den Keller? Okay. Nein! Verdammt! Ich krieg's nicht hin! Wo ist der Basement? Da geht's runter. Nee, doch. Passt. So, wo bist du? Ach. Ah, endlich. Hey, kann dieser Präsidententyp hier sein? Bitte lasst mich gehen. Ich lag falsch. Ich werde es niemals wieder tun. Bitte vergib mir. Dir vergeben? Vergeben für was? Dir vergeben? Vergiss es. Wir haben einen Haufen Fragen an dich. Wir lassen dich mit Sicherheit nicht gehen. Du wirst uns über den Wappenfluch erzählen. Ob du das möchtest oder nicht. Wow! Lamsung hier 2. Oh nein. Oh. Warum sind die da rein, ohne nachzudenken? Wir sollten ihnen lieber nachkommen. Lass uns gehen. Yasuo, wo bist du? Komm raus! Au! Dafür wirst du bezahlen! Stopp, Eikichi! Beweg dich nicht, bevor ich dich das Licht angemacht habe. Ich dachte, ich hätte eine Taschenlampe. Oh. Grazie! Danke. Nun kann ich was sehen. Wow. Weißt du, Tatsuya? Nächstes Mal, wenn du sowas Wichtiges hast, solltest du es vielleicht ein bisschen früher benutzen. Ihr seid reingefallen. Ein Walkie-Talkie? Was für ein dreckiger Trick. Ja, toll. Es gibt Gerüchte, dass niemand weiß, wo der Ausgang von diesem Luftschutzbunker ist. Wenn ihr einmal drin seid, werdet ihr nie mehr rauskommen. Oh, scheiße. Du hast uns betrogen, du Bastard. Was zur Hölle willst du? Ich mache aus dieser Schule eine ideale Bildungsstätte, die meiner selbst würdig ist, einem intelligenten Typen wie mir ebenbürtig ist. Aber zuerst müssen die Störenfriede beseitigt werden. Was hast du gerade gesagt? Sugimoto war nur eine Ablenkung. Ich habe dieses Gerücht verbreitet, dass der Anführer stärker wäre als der Boss. Ich hätte nicht gedacht, dass du es als deinen Vorteil nutzen könntest. Das ist nach hinten losgegangen. Komm raus und kämpf gegen uns. Ich glaube nicht. Solche Störenfriede wie ihr müsst isoliert werden. Vom Rest der Menschheit. Aber wenn die Damen, unter euch sich ergeben und Lisa meine Freundin wird, mache ich eine Ausnahme für die Damen. Ah, oh, sorry, Achso, die beiden sollen über ihn schreiben. Nee, sorry, unser nächster Report lautet bereits Boss gegen Präsident, der wahre Champion von Kusai. Ja, Ausnahme für Damen. Plus, das Fotografieren eines Walkie-Talkies ist nicht wirklich nützlich. Selbst nicht mal für Werbeanzeigen. Wie schade. Also der einzige Platz, wo wir ausgehen könnten, wäre ein Customer Service Center, Ja, ein Service Center. Damen haben immer meine Zuneigung. Ja, das glaube ich schon. Okay. Dann sterbt doch an... dann verhungert doch, ihr Idioten. Das interessiert mich nicht. Bam. Ah, dieser Idiot! Eikichi, was zur Hölle? Ja, was sie gesagt hat, du Idiot. Warum machst du unseren einzigen Kontakt zur Außenwelt kaputt? Aber... Na gut. Bringt jetzt nicht mehr, sich drüber aufzuregen. Wurdest du eigentlich auch gepikst? Nein, ich bin noch nicht geimpft. Es ist wieder Zeit, daran zu denken, positiv zu sein, Leute. Zusammen können wir einen Weg nach draußen finden. Okay, so. Es gab ein Gerücht, dass hier jemand lebend rausgekommen ist, aber... Es ist meine Schuld, dass wir hier gelandet sind. Ja, wenn wir... gut, es ist die Frage, ob wenn genügend von uns dieses Gerücht verbreiten, ob es dann wahr wird. Ist das nicht da, wo wir reingekommen sind? Ich kann es nicht wirklich sagen. Ach so. Ist das jetzt so eine Art... Oh ja. Oh. Okay. Oh nein, nicht einsteigen, das ist blöd. Bist du wählerisch oder nimmst du alles? Momentan ist es eher so, dass ich mich gar nicht impfen lasse. Okay, hier kommt man nicht raus. Oh Gott, gleich so viele wieder hier. Warum? Warum nicht? Also momentan habe ich nicht das Bedürfnis, sich impfen zu lassen. Ich warte ja auf die Herdenimmunität. Haha. Oh toll. Wo sind wir jetzt? Da ist eine Tür, aber das kann nicht der Ausgang sein. Das Gerücht besagt, dass es niemand weiß, wo der Ausgang ist. Oh. Müsst du auch den Online-Einkauf revolutionieren, indem du das Haus nicht mehr verlässt? Warum? Das habe ich doch schon längst. Ach, ich hasse es, wenn das so falsch rumläuft hier. Was ist das hier? Ah. Ach, die überteuerte Elfendame wieder. Nee, kein Bedarf. Au. Das kannst du gerne erwarten, das wird nur nicht passieren. Was du erwartest und was andere machen, das sind zwei verschiedene Sachen. Vor allen Dingen, weil du ja gar nicht weißt, ob du dich in einem Jahr wieder impfen lassen müsstest, eventuell. Da ist doch was. Sag ich doch. Was? Oh. Dormina Card. Cool. Und hier. Oh. Hier ist ein Gegner. Ich glaube, das ist so eine Art Boss, oder? Ja, sieht danach aus. Oh, doch nicht. Okay, have a nice lunch, Mango. Yes, I have rendering up counters. Wenn die mir meine königlichen Privilegien nicht zurückgeben, gibt es Krieg. Ein Pole gegen ganz Deutschland. Er wird allen Politikern die Reifen klauen. Der musste jetzt sein. Ah! Verdammt! Ich darf da nicht reinsteigen in diese Scheißdinger, ey. Scheiße, ich habe jetzt nur noch eine Ding gegen Poison, oder? Ne, ich habe gar nichts mehr gegen Poison. Scheiße. Halbe Polen, Kauf, klauen ganze Autos. Achso, ja dann. Shit. Fuck. Was, wir sind wieder da am Anfang? Oh, fuck. Ah. Shit. Nein. Bin ich eigentlich, wenn beide Eltern aus Polen kommen und ich hier geboren bin? Naja, eigentlich ein Deutscher. Wobei... Auch eigentlich auch nicht. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Rein vom, dann bin ich in Deutsche, wir sind Grenzen ewig. Eigentlich, wenn du die deutsche Staatsbürgerschaft hast, bist du auch ein Deutscher, Punkt. Wenn du beide Staatsbürgerschaften hast, dann bist du halt Deutscher und Pole. Das ist scheiße. Voll German. Ja, dann würde ich sagen, dass du auch ein Deutscher bist. Also, nach meinem Verständnis zumindest. Das ist ein Media. Recover low HP for all. Ah. Das ist gut. So, dann gehen wir mal hier runter. Ist hier was? Nee. Shit. Das Universum ist unfair. Das ist es schon immer gewesen. Ha. Oh. Ah ja. das wollte ich nicht. Ah, perfekt. 13 Strength Cards, geil. Her damit. In der Mitte liegt die Wahrheit. Das stimmt wohl. Ah, hier geht's noch lang. Hier ist eine Kiste. Toll. Au. Scheiße. Eine Aquas Card. Nämlich. Shit. Hier geht's noch lang. Ja. Nein, geht's nicht. Scheiße. Verdammt, das muss doch hier irgendwo rausgehen. Ein weißen Fensterrahmen will er. Naja. Okay, hier geht's anscheinend auch nicht weiter. Hier vielleicht? Nee. Au. Fuck. Ach, come on. Ich bin extra hier reingegangen für nichts, oder wie? Ah. Ja, es ist ein Human. Okay. Oh, das war auch nicht besser. Scared. Oh, habe ich ihn wieder böse gemacht. Das kann ich gut. Okay, das nützt mir nichts hier. Hier unten ist nichts. Scheiße. Dabei habe ich mich jetzt so gefreut, diesen Raum zu finden. Hat mir noch nichts gebracht. Ah, fuck! Hier. Hier ist nichts mehr. Okay. Geht's hier lang? Nee. Da muss ich hier noch einen Weg finden. Den Tunnel bin ich gefolgt. Dann gehen wir mal hier runter. Ich würde ja eigentlich gerne, dass einer von denen mal abkratzt, damit dieses scheiß Poison weggeht, aber die sterben einfach alle nicht. Ah! Hier geht's eventuell noch lang. Ja, hier war ich noch nicht. Wie schaut es hier aus? Scheiße. Toll. Toll. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Vor sehr langer Zeit, ich weiß es. Oh, da war ich noch nicht mal im Zodiac drin, oder? Oh nein! War ich da schon im Zodiac oder muss ich da noch hin? Nee. Ja, war ich da schon oder... Muss ich da schon zur Highschool? Weil zum Zodiac muss ich ja hier nicht mehr hin. Oh, fuck it, ey. Es kommt wieder davon, wenn man nicht speichert. Ja. Ja, gut. Das spiele ich dann noch auf Screen bis dahin, wo ich gerade war. Das war Kacke. Scheiße. Weil ich wieder nicht oft genug speichere. Dann mache ich jetzt Schluss, weil ich möchte schauen, dass ich meinen Laptop wieder zum Laufen kriege. Oder ich hoffe es zumindest, dass ich meinen Laptop wieder zum Laufen kriege. Dann machen wir jetzt die... Sind der Weg diesmal wieder kurz. Also, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, Zelda wollte ich heute nicht mehr spielen. Ich habe irgendwie keinen Bock auf dieses Game momentan. Auf dieses Billig-Game. Ja, aber morgen wird es ja dann Pokémon geben. Genau. Dann Samstag... geht es wieder weiter mit GTA Vice City und am Sonntag gibt es dann nochmal Persona. So sieht es momentan aus und so wird es wahrscheinlich auch laufen. Also ich sage dann wie immer wieder Danke fürs Zusehen und ich wünsche euch einen schönen Abend noch, später eine gute Nacht. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal auch wieder. Also dann, auf Wiedersehen.